Ich erkläre euch kurz und kompakt einfache Themen aus der Minecraft-, Windows- und Technikwelt. Doch wie produziere ich eigentlich die Tutorial Center Tutorials? In diesem Video gibt es die Antwort auf die Frage. Viel Spaß! Alles beginnt mit einer Idee. Die läuft mir entweder spontan über den Weg, wird von euch nachgefragt oder ich lese einen spannenden Artikel und lasse mich davon zu einem Video inspirieren. Heute möchte ich euch einmal mein Wissen zum Videoschnitt vermitteln. Dafür mache ich mir zunächst Gedanken, wie das Video bestmöglich funktioniert und was es überhaupt enthalten soll. Bei Themen, in denen ich mich selbst weniger auskenne, wenn es zum Beispiel um Linux geht, steht am Anfang ein wenig Recherche und einige Anrufe bei Alex und Yannick, meinen Technikspezialisten hier im Tutorial Center. Im Tutorial zum Videoschnitt heißt es aber eigentlich nur schreiben, und zwar Wort für Wort. Ich sitze hier gerade im Büro am Skript eines neuen Tutorials. Die Videos sind Wort für Wort geschrieben, da ich so am besten die Formulierungen überdenken und mich am besten ausdrücken kann. Zusätzlich werden die Videos dadurch informativer und noch etwas kompakter und ich kann mehr Informationen in kürzerer Zeit vermitteln. Die Videoskripte sind immer so im Durchschnitt zwischen 200 bis 1000 Wörter lang und allein dadurch kann man schon die Länge, die das Video später haben wird, abschätzen. Ist das Skript abgeschlossen, was tatsächlich meist sogar am längsten dauert, geht es direkt weiter zur Produktion oder besser gesagt zum Voice-Over. Den Text spreche ich nämlich nur in mein Rode NT1A in einem Rekorder hier im Studio, in welchem seit neuestem die Tutorial Center Videos produziert werden. Dabei darf es aber jedoch natürlich nicht so klingen, als wäre der Text abgelesen, sondern eher als würde ich ihn gerade improvisieren, was aber natürlich nicht so ist. Wieder einmal ein Geheimnis gelüftet. Ist das abgeschlossen, geht es mit der SD-Karte und dem Audio zum Rechner und ich bearbeite mit Adobe Audition das Audio nach. Dafür werden alle Versprecher, von denen es tatsächlich doch recht viele gibt, und auch alle Töne, in denen ich Luft hole, herausgeschnitten. Meine genaue Audiobearbeitung erkläre ich übrigens auch in dem Video jetzt in der Infocard. Je nach Video geht es jetzt zurück ins Studio, um Anfang und Ende des Tutorials aufzunehmen. Erstmal wird dafür Licht eingerichtet, der Hintergrund geplant und eine Sennheiser Funkstrecke mit Ansteckmikrofon verkabelt. Jetzt muss auch dieses Audio bearbeitet und alles in Adobe Premiere, meinem Schnittprogramm, eingefügt und sortiert werden. Bild und Ton kombiniert hier übrigens Premiere mit der Zusammenführen-Option für mich. Echt praktisch. Schon fast am Ende steht nun die Desktop-Aufzeichnung mit dem Open Broadcaster, meinem absoluten Lieblingsprogramm, wenn es um diese Art der Aufnahme geht. Hier höre ich mir teilweise das Audio im Hintergrund an und bewege den Mauszeiger live mit, um dann später weniger anpassen zu müssen. Ist das abgeschlossen, muss nun nur noch das Bild auf das Audio angepasst und eine Bauchbinde für den Anfang in After Effects mit einer Vorlage erstellt und eingefügt werden. Im Schnitt zoome ich oftmals auch etwas dichter heran, damit alles besser zu erkennen ist, oder muss bestimmte Bereiche, zum Beispiel mit E-Mail-Adressen oder Namen, unkenntlich machen. Nach durchschnittlich etwa einer Stunde ist der Schnitt abgeschlossen. Das Video kann mit dem Media Encoder exportiert und schon auf YouTube hochgeladen werden. Nicht zu vergessen ist natürlich auch das Thumbnail, welches ich mit Adobe Photoshop erstelle. Übrigens, auch dazu gibt es jetzt ein Tutorial in der Infocard. Nun nur noch das Video einplanen, mit optimierten Titeln, Beschreibungen, Text und Untertiteln, welche übrigens mein Skript sind, versehen und voila, das Video ist fertig und kann in Trello, meiner Organisationsplattform, eingeplant werden und gefällt euch hoffentlich gut. Ich hoffe, es war spannend, mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen eines Tutorials hier im Tutorial Center zu bekommen. Wenn dem so ist, dann freue ich mich über deinen Daumen nach oben und dein Abo hier im Tutorial Center. Und du kannst dir sicher sein, dass ich jetzt bereits schon wieder mit der Produktion eines neuen Tutorials für euch beschäftigt bin. Bis dahin und tschüss!